2021. Ja, bis hierhin war das ein relativ deprimierendes Jahr. Die Corona-Pandemie, die dauert nun seit anderthalb Jahren an und die meisten Sachen sind immer noch geschlossen. Also wirklich was machen kann man nicht. Der Sommer ist kalt und verregnet. Wir haben gerade auch Hochwasser in Deutschland. Und bei mir in der Nähe habe ich überall diese kleinen gelben Symbole entdeckt. Und ich frage mich, wohin der Weg wohl führt, wenn man diesen Zeichen mal folgt. Was spricht eigentlich dagegen, jetzt einfach mal loszufahren? Eigentlich nichts. Also, noch ein paar Sachen vorbereiten, Sachen packen, das Fahrrad fit machen und los geht's! So. Ja. Na ja, genug Fotos. Schön. Hau ab. Pass auf dich auf, mein Lieber. Ja. Meld dich. Bis dann. Meld mich, ne? Und immer schön den Arsch eincremen. Ja, ich geb mir Mühe. Bis dann. Bis dann, ich mache Fotos, wenn du wegfährst. Alles klar, ja. Gut, ja, ich bin aufgeregt. Mal gucken, ne, wo ich penne. Ja. Bis dann. Tschö, tschö. Ciao. Danke. Bitte, ciao, ciao. So, ja, jetzt fahre ich los und das ist ein mega komisches Gefühl, weil ich ja auch gar keine Ahnung habe, was mich dann erwartet. Ich melde mich dann später. Bis dann. Ah, Gude. Was machst du denn hier? Guten Tag. Guten Tag. Na? Ja. Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Frankreich und fahre am Rhein entlang. Aber die letzten Tage hat es halt ein bisschen geregnet und ja, ich müsste jetzt eigentlich hier den Weg lang. Ja, und wenn wir jetzt mal schauen, dann ja, haben wir Hochwasser. Ja, das Wetter ist auch herrlich. Irgendwie frage ich mich gerade, was ich hier eigentlich tue. Ja, die Polizei war gerade hier. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, als dieser fette Wagen ankam. Weil ich irgendwie dachte, okay, jetzt habe ich mein Zelt im Weg aufgebaut, aber eigentlich geht es hier nur zum Wasser. Ja, aber die wollten im Endeffekt nur gucken, ob ich illegal fische und schlafen ist wohl kein Problem. Und die waren ganz chillig. Ja, ich gehe da mal pennen. Gute Nacht. Ja, die erste Nacht hat mich dann doch ganz schön fertig gemacht. Es hat noch angefangen zu regnen und ich hatte das Zelt dummerweise falsch aufgebaut. Bin dann etwas nass geworden.
Und richtig gut schlafen konnte ich nicht, aber am nächsten Tag sah es schon besser aus, das Wetter wurde besser und ich bin dann Richtung Straßburg gefahren, hab mir dort erstmal was Schönes zum Essen gegönnt. Ja, und kaum bin ich losgefahren, habe ich mir am Canal de Rhin ein kleines Mittagsschläfchen gegönnt, einfach mal mein Fresskoma ausgelegen sozusagen und als ich weitergefahren bin, habe ich Clarice kennengelernt. Sie saß am Straßenrand mit einem Platten. Ich habe ihr dann mal geholfen, den Reifen zu flicken. Und von dort aus sind wir dann zusammen weitergefahren Richtung Colmar. Guten Morgen. Heute ist der vierte Tag. Ich habe eigentlich echt gut geschlafen, bin aber noch relativ müde. Ich könnte fast noch länger liegen bleiben, aber heute ist eine relativ lange Fahrt habe ich vor mir. Kilometermäßig sind das, glaube ich, sogar nur 150 Kilometer. Aber ich habe echt viele Höhenmeter vor mir. Es geht nämlich jetzt ins Juragebirge. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, noch 1000 Höhenmeter. Die Wege, ja, es grenzt ja schon fast eher an einen Trail. Ich weiß nicht, was ich mir hier für Radwege rausgesucht habe. Vor allem mit meinen Rennradreifen geht das gerade gar nicht. Ich glaube, ich muss weiter schieben. Aber davon lasse ich mich jetzt nicht abhalten. Das sind jetzt knapp 20% Steigung. Das geht noch eine ganze Weile so weiter. So, in der Zwischenzeit ist der Weg auch wieder fahrbar. Und wir sind auch nur bei 8% Steigung. Mehr ist das jetzt nicht. Es ist zwar immer noch viel, aber im Vergleich zu eben fühlt es sich an wie eine Entspannungskur. Ich habe gerade beim Runterfahren meine Sonnenbrille verloren. Jetzt laufe ich den ganzen Weg wieder hoch und hoffe mal, dass ich die Sonnenbrille finde. Das Fahrrad jetzt einfach mal unten gelassen. Ja, da ist sie gerade gefunden. So. Dann kann ich ja wieder runtergehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es heute an mein Ziel schaffe in der Zeit. Denn der Weg geht da lang. Und hier befindet sich ein Tor, das ist geschlossen. Ich komme hier auch nicht anders drum rum. Schauen wir mal. Ja, ich bin hier gerade am Eingang zu einer Höhle. Und ja, mal gucken, ob man da jetzt entweder ein Päuschen machen kann. Ja, guten Morgen. Ich bin gerade südlich von Mut in Frankreich. Ich glaube, bis zur Schweizer Grenze ist es auch nicht mehr so weit. Oh. Bonjour, Monsieur.
bin hier am Genfer See. Und ja, jetzt mache ich erstmal eine schöne Mittagspause. Es war ein echt anstrengender Tag, also das waren einige Höhenmeter. Ich bin ja noch heute Morgen durch Frankreich gefahren, in die Alpen, bis hierher. Es waren jetzt knapp 120 Kilometer, aber ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ist jetzt mitten in der Nacht und um mein Zelt herum befinden sich Wildschweine. Deswegen rede ich jetzt mal etwas lauter, weil ich gehört habe, das sollen Scheuertiere sein. Ich hoffe mal, die gehen jetzt weg. Ich habe jetzt deswegen auch mal Licht angemacht. Ja. Ja, das ist die Erklärung dafür, warum Wildschweine neben meinem Zelt waren. Das ist nämlich so eine Futterstelle für Wildschweine. Da stand ein Schild. Die werden hier angefüttert, wahrscheinlich damit sie nicht ins Dorf gehen und die Mülleimer leer machen. Ja, ich habe genau daneben geschlafen. Dementsprechend ist das logisch, dass Wildschweine neben meinem Zelt waren. Na gut, ist ja nichts passiert. Ja, ich bin jetzt in Chambéry angekommen und ja, die einzige Kleinigkeit, was jetzt noch passiert ist, ist, dass die GoPro-Halterung kaputt gegangen ist. Aber das ist jetzt gefixt mit einem Kabelbinder. Ansonsten schaut euch das mal hier an. Hier wachsen einfach mal Tomaten. Komm, zwei nehme ich mal mit. Ah, merci. Hey. Bonne journée. Merci. Haben wir mal so richtig geiles Wetter. Das ist so ein scheiß Wetter gerade. Hier ist auch alles geschlossen. Ich will einfach nur ein Wasser. Ja, guten Morgen. Es ist 8 Uhr und ich fahre gerade den Pass an der Schlucht Georges de Aldeche entlang. Und ja, ich hoffe mal heute auf ein paar coole Fotos. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich verkatert bin, aber ja, ich saß gestern halt echt noch bis 2 Uhr nachts rum mit so Leuten, die ich getroffen habe.
sind hier 38 Grad oder sowas um den Dreh. Es ist sau heiß. Ich habe jetzt einen Supermarkt gefunden. Ich habe davor ewig nach Wasser gesucht. Und ich habe mir jetzt noch sowas hier gegönnt. Hey, ich muss jetzt einfach Flüssigkeit zu mir nehmen und ich brauche Zucker. Schon echt anstrengend bei den Temperaturen, aber ich freue mich auf heute Abend, dann wird es kühler und dann bin ich hoffentlich in Arles. Sofern ich es denn zeitlich schaffe, das wird halt auch echt knapp wieder, ne? Aber erstmal essen. Ja, ich habe jetzt hier den ersten Platten und mir ist auch noch eine Speiche gebrochen. Ja, wo ist sie hier? Die ist komplett weg. Ja, also da fehlt dieser Nippel. Der ist wahrscheinlich innen drin und hat mir wahrscheinlich den Schlauch zerstochen. Das ist meine Vermutung. Machen wir das doch jetzt mal auf und schauen uns die Sache an. Das Blöde ist nur, wir haben hier jetzt 38 Grad. Es ist echt ungemütlich und ich komme halt abends auf keinen Fall mehr an mein Ziel. Das klappt nicht mehr. Naja. Ja, das ist gerade ein richtig blöder Zufall. Da lag eine Glasflasche, die ich nicht gesehen habe. Ich bin schon zehnmal durch Glasflaschen gefahren mit den Reifen. Ist nie was passiert, ne? Ja, aber jetzt habe ich wieder einen Platten. Keine 5 Minuten später. Ich habe jetzt auch keinen Ersatzschlauch mehr. Das heißt, ich laufe jetzt in ein Hotel, ich habe gerade geguckt, das ist zufällig 1 Kilometer weit weg. Ich schiebe das Fahrrad jetzt einfach. Ich nehme mir da eine Nacht und gucke, dass ich da den Reifen in Ruhe geflickt bekomme, weil auf so einem Schotterweg macht das halt echt keinen Spaß. Ja, ich bin angekommen. Das Hotel hat leider keine Plätze mehr für mich frei. Aber mir wurde erlaubt, im Garten zu zelten. Das heißt, ich schlage jetzt hier einfach zwischen den ganzen Olivenbäumen mein Zelt auf und mache jetzt für heute erstmal Schluss. Ja, guten Morgen. Der Hotelbesitzer kam gerade und hat mich noch zum Essen eingeladen und auf einen Kaffee. Das war ganz cool. Super nett. Und der hat hier noch Flickzeug anderes. Ich hatte halt so Klebepatch, die nicht gehalten haben. Da ging die Luft quasi unten drunter durch, weil die halt nur für kleine Löcher geeignet sind. Ja, und jetzt schaue ich mal, ob es mit den Dingern besser klappt. Wie gesagt, was anderes bleibt mir jetzt nichts über, weil heute ist Sonntag. Ja, falls das nicht klappt, müsste ich irgendwelche Leute anhalten und fragen, ob die mir einen Schlauch geben können oder ja, mit dem Taxi zum Fahrradverleih fahren, weiß ich nicht. Aber ich probiere erstmal das aus und hoffe mal, dass die Teile besser halten als meine Klebepatches. So, ich habe jetzt aufgehört, die Versuche zu zählen. Aber ich mache jetzt Folgendes. Ich habe jetzt den Schlauch durchgeschnitten, an 2 Enden festgeknotet, da ist Luft drin. Und das Stück dazwischen, da kommt Stroh rein. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert, weil die Luft ging vorhin zu schnell raus. Das Loch war einfach zu groß zum Flicken. So, meine Panne hat sich erledigt, hoffe ich zumindest. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem Ersatzschlauch. Und Sebastian vom Hotel Mas Biel Esperance hat mir sehr geholfen. Sebastian und Melanie haben mir zum Frühstücken gegeben. Ich durfte dort duschen und im Garten mein Zelt aufschlagen. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg zu einem Kumpel von Sebastian, der einen Ersatzschlauch für mich hat. Und dann kriege ich hoffentlich mein Fahrrad gleich gepflegt, weil es ist Sonntag und die Geschäfte haben zu. Und genau, dann fahre ich hoffentlich gleich weiter. Ne? Yes. Bis denn.
Ja, ich bin wie gesagt vom Hotel losgekommen und mein Fahrrad fährt wieder, aber ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, war voll müde, dachte mir, ich mache eine Mittagspause und meine Bremse hat geschleift. Die wollte ich festziehen, dann kamen die beiden Jungs vorbei. Hey. Und haben gefragt, ob die mir helfen können. Jo, und 2 Minuten später habe ich mir den kompletten Fingernagel abgerissen. Gott sei Dank ist Jonathan ehemaliger Sanitäter. Ja, jetzt habe ich immer noch eine schleifende Bremse und keine Finger mehr. War super erfolgreich, die Reparaturaktion. Ja, so viel dazu. Ich glaube, oh ja. Ich glaube, wir fahren jetzt zusammen weiter nach wo lang? Avignon. Avignon, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das ist mir aber auch scheißegal gerade. Perfekt, da ist ein Campingplatz und dann gucke ich mal, was wir die Tage machen. Vielleicht ruhe ich ein paar Tage aus. Guten Morgen. Irgendwie tut mein Finger noch richtig weh. Ist ja auch noch frisch. Oh Mann, ey. Ich hoffe, ich kann damit weiterfahren und mal gucken, ob das bald verheilt, weil ja, so richtig schalten kann ich nicht. Mal gucken, wie weit ich heute komme. Ich brauche auf jeden Fall noch Ersatzzeug fürs Fahrrad. Und ich muss an der Apotheke vorbei mir Verband kaufen und Desinfektionsmittel. Ja, wird schon. Es sind 38 Grad. Und hier gibt es kaum Schatten. Meine Hand tut weh. Aber ich fahre einfach weiter. Ich habe ja jetzt irgendwie keine andere Wahl. Quentin macht jetzt den besten Kaffee für uns beide und ja, da bin ich mal gespannt. Morgen. Ja, ich bin gestern am Mittelmeer angekommen und habe hier nochmal Sam und Paul getroffen. Guten Abend.
Ich war heute den ganzen Tag mit Sam und Paul unterwegs. Wir sind so vor knapp 20 Minuten haben sich unsere Wege getrennt. Das heißt, ich fahre morgen alleine weiter. Und ich bin jetzt hier in Wenderes und habe hier so eine alte Burgruine gefunden, wo ich heute übernachten werde. Ich denke mal, bis nach Andorra sind es vielleicht noch 3 Tage. Jetzt beginnt der Aufstieg in die Pyrenäen. Ich bin jetzt hinter Narbonne und so langsam wird es bergig. Ich frage mich gerade, ob das DIN-konform ist, wenn die Hochspannungsleitung so auf Halshöhe hängt. Gibt es da Meinung zu? Kleines Problem, und zwar habe ich hier so Flaschenhalterungen, aber auf der anderen Seite ist das Metallteil einfach komplett abgebrochen. Das heißt, das hält jetzt nicht, das wackelt. Ich nehme das jetzt nur, um eine leere Flasche zu transportieren. Das hält nicht mehr. Ja, und die andere Flasche, die habe ich jetzt im Rucksack. Ich habe zum Glück noch so einen Wasserbeutel, damit ich Wasser mitnehmen kann, aber das wiegt natürlich auch ordentlich, ne? Und mit so einem schweren Rucksack auf dem Rücken durch die Pyrenäen zu fahren, ist jetzt nicht so angenehm. Ich bin jetzt in den Pyrenäen, in Foix, und ich weiß nicht, ob man es genau erkennen kann. Das ist wahrscheinlich gerade etwas schlecht belichtet. Da hinten ist die schöne Burg von Foix. Und ich befinde mich jetzt in etwa 70 bis 80 Kilometer von der Grenze Andorras entfernt. Da muss ich über den Berg. Mal gucken, ob ich das noch heute hinbekomme, ansonsten morgen früh. Ja, guten Abend. Ich habe vorhin noch mit Christian telefoniert und da stand sich gerade an voll dem coolen Campingplatz. Also das sah halt echt cool aus, da waren viele Leute und Imbissmöglichkeiten und keine Ahnung, und sah richtig cool aus. Dann habe ich mir überlegt, ja, gehst du jetzt hier schon hin oder fährst du vielleicht noch ein Stückchen weiter, damit ich morgen weniger habe. Ja, und ich habe mich natürlich für das Falsche entschieden, und zwar bin ich ein Stückchen weiter gefahren. Die nächsten beiden Campingplätze hatten zu. Ich wollte heute einfach auf den Campingplatz. Ich war jetzt immer wildcampen, hatte heute jetzt mal Bock auf einen Campingplatz mit Dusche und so. Auf jeden Fall waren die geschlossen und jetzt bin ich auf einer Wiese neben der Autobahn. Auch okay. Ja, guten Morgen. Ich habe noch nichts gegessen und freue mich jetzt darauf. Erstmal schön 2000 Meter am Stück bergauf zu fahren. Und dann gibt's Frühstück. Da komme ich her.
Und da geht's weiter. Da vorne ist Andorra. Ja, 1000 Höhenmeter sind geschafft. Die Hälfte habe ich schon. Und erstmal eine kleine Pause verdient. Ich habe gerade die Höhenmarke von 2000 Metern überschritten. Ja, und weit ist es echt nicht mehr. So, ich habe gerade erfolgreich die Grenze passiert. Jetzt bin ich in Andorra. Ich bin hier am Port de Envalira auf 2408 Meter. Das ist einer der höchsten Gebirgspässe Europas. Aber für mich geht es noch weiter hoch, weil ich nehme hier gleich einen kleinen Feldweg auf den Berg hoch. Vielleicht muss ich auch schieben, mal gucken. Hier am Peak Maya auf 2614 Meter Höhe. Ich bin etwas außer Atem. Man spürt, dass die Luft hier oben etwas dünner wird. Aber es geht noch weiter hoch. Und zwar fahre ich jetzt in diese Richtung. Driven am Limit. So. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber das ist ein ausgezeichneter Radweg. Perfekt für Rennradreifen. Gut. Ich gehe jetzt zurück zum Fahrrad und genieße noch ein bisschen die Berge. Das ist schon echt hoch hier. Wie gesagt, es waren jetzt, ich kann noch mal gucken, es sind jetzt immer noch über 3000 Meter. Ne? Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber diese Steilwand hier im Hintergrund. Da habe ich mein Fahrrad gerade runtergeschoben, aber es geht zum Glück recht entspannt weiter. Ich weiß nicht, ob es fahrbar ist, aber 2 Kilometer kann ich auch schieben. So, ich bin jetzt fast unten. Es sind noch 750 Meter bis zur Straße. Und ja, ich dachte nur, der Weg wird besser. Ist er gar nicht. Hier sind überall Felsbrocken und Steine und Schlamm und Wasser. Der einzige Vorteil ist, es ist halt nicht mehr so unendlich steil wie vorhin. Also man läuft nicht in die Gefahr, den ganzen Berg runter zu rutschen. Bin jetzt auf dem Weg nach Spanien, befinde mich noch in Andorra und heute auf dem Campingplatz war das ganz cool. Ich habe zwei Leute aus München kennengelernt, beziehungsweise die hatten nur ein Münchner Kennzeichen. Einer kam aus Göttingen, der Armin und der Bob kamen aus München. Ja, das war ganz nett auf dem Campingplatz. Ich musste sogar nichts bezahlen, weil die Dame meinte, wer hierher mit dem Fahrrad gefahren ist, der zahlt nichts. Und ja, ich habe mich da ein bisschen schlecht gefühlt, wollte da gern was zahlen, aber die wollte es halt partout nicht annehmen. Und auf die Art und Weise habe ich einen Kaffee, eine Cola und eine Übernachtung spendiert bekommen. Ja, super nette Leute hier,
Andorra an sich ist schon recht touristisch, aber irgendwie hat es so einen kleinen familiären Touch. Finde ich ganz cool hier. Eine der besten Ideen, die ich jemals hatte, mit einem vollgeladenen Fahrrad durch ein Hochgebirge fahren. Ich bin gerade über die spanische Grenze gefahren. Ich befinde mich jetzt in Katalonien. Ja, und kaum ist Andorra vorbei, ist der schöne Weg nicht mehr geteert. Jetzt beginnt so ein richtig schlechter Schotterweg und ja, mal gucken, wie lange das noch so weitergeht. Hola. You speak English? Will the road be better? No. Ah, good. No, it's hard. Ah, okay. It's hard. Okay. Thank you. Yeah. But like village for water is not far? No. No? Yeah, yeah. No. Es que es más fácil, yo creo que vuelva para atrás, a que vaya a es que quiere agua. It's better return to Andorra to take water. Hola. Guten Morgen aus dem Nirgendwo mitten in den Pyrenäen. Ich bin auf der spanischen Seite angekommen, also gestern schon. Habe heute hier übernachtet und jetzt bin ich an einem Bauernhof vorbeigefahren. Habe da kurz Wasser aufgefüllt und ja, der Bauer hat mir erzählt, dass heute Nacht wohl hier ein Braunbär gesichtet worden ist. Ja, ist wohl auch nur einer und ich muss da jetzt lang. Ich denke mal, das Risiko ist vertretbar. Der ist wahrscheinlich jetzt auch schon weg. Aber ja, ich wusste gar nicht, dass es hier Braunbären gibt. Das ist irgendwie schon heftig, wenn ich mir überlege, dass ich da über die Berge drüber gefahren bin und jetzt hier stehe. Ich habe irgendwie noch nicht ganz gerafft, dass ich in Spanien bin. Ich wurde gerade mit Buenos Dias begrüßt und geantwortet habe ich selbstverständlich mit Bonjour. Ja.
Ja, ich fahre jetzt nicht mehr allein, sondern mit Olivier. Hi. Hi. So, I switched to English, so you understand. Okay, good. So from now on, we are driving together. I don't know how far. We will see. I didn't check his route, but he checked mine, so... Yeah, from this route. All right. Zwei Sachen. Da oben war ein Bauer und da waren Wachhunde. Die habe ich nicht gesehen. Die sind dann rausgelaufen von der Seite und ich glaube, ich habe noch nie so schnell im Leben beschleunigt. Und kurz darauf war eine Abfahrt. Die hat so Bock gemacht. Ich weiß nicht, ob man es sieht. 76 km/h hatte ich drauf beim Runterfahren. Ey, das hat so Bock gemacht, das war so heftig geil. Einfach mal mit 76 Sachen den Berg runter. Das macht schon Laune. Ich befinde mich gerade im Petralba-Tunnel. Der zieht sich jetzt knapp 2700 Meter, knapp 3 Kilometer unter den Pyrenäen durch. Und ich müsste gleich in Jacca, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ich müsste da auf jeden Fall demnächst ankommen, so in den nächsten anderthalb Stunden. Ich habe ja seit Frankreich das Problem, dass meine Bremse schleift. Und wenn ich mir das hier mal angucke, sehe ich jetzt von der Innenseite, dass die Bremse angeschliffen ist. Ja, und das Problem ist, dass als ich in Frankreich die defekte Speiche hatte, hier, die hat sich rausgeschraubt, habe ich die wieder reingesteckt und wahrscheinlich falsch rum. Also die Speiche hier,
die muss eigentlich hinter die Speiche und nicht vor die Speiche. Und dadurch schleift das hier jetzt die ganze Zeit, wie ich gerade merke. Ja, seit Frankreich habe ich das Problem und jetzt habe ich es erst gecheckt, woran es liegt. Und es funktioniert ohne Schleifen. Endlich. Echt, ey, seit knapp 1000 Kilometern verfolgt mich dieses nervige Geräusch und ich dachte die ganze Zeit, die Bremse ist scheiße eingestellt. Jo. Gut, jetzt kann ich weiterfahren. Das ist richtig schön hier. Und ich habe wieder einen Platten. So, der wird jetzt erstmal gefixt. Okay. Dann schauen wir mal, ob ich da runterkomme. Zum Zähneputzen und Händewaschen. Ich bin etwas eingestaubt, aber ich glaube, man kommt hier einigermaßen runter. Ja, das war heute ein echt cooler Tag. Gut, bis auf den Platten am Ende, aber der war auch schnell gefixt. Ja, ich war relativ alleine unterwegs heute, muss ich sagen, aber ich fand die Strecke trotzdem cool. Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, auf dem Camino Frances. Bin jetzt auch hier schon die ersten Stunden unterwegs und ich dachte, es wäre voller. Ich habe hier wirklich einen einzigen Pilger gesehen, ganz am Anfang von der größeren Stadt, von Jaca. Der war zu Fuß unterwegs. Ja, und sonst habe ich niemanden gesehen, auf dem ganzen Weg nicht. Und ich bin jetzt echt einige Stunden hier lang gefahren mit dem Fahrrad. Kein Mensch hier. Ja, weiß ich nicht. Gut, ich hoffe immer, dass morgen ein paar Leute mehr da sind. Hier am See oben waren ein paar Camper im Auto. So zwei. Das waren die einzigen, die ich noch gesehen habe. Ich gehe da gleich mal hin und frage die mal, wo die hin wollen. Aber das sah jetzt nur so aus, als wenn die jetzt am See schlafen würden. Und ja, mal gucken. Man kann ja mal fragen. Ich mache mich aber erstmal frisch. Alles klar. Oh, bisschen rutschig ist das hier schon. Auch ein steiler Abhang, aber ich bin jetzt unten am Wasser. Mich schon den ganzen Tag nervt, sind hier diese Fliegen, die einfach permanent um mein Gesicht rumschwirren. Die sind überall. Egal wie schnell ich fahre, ich werde die nicht los. Gerade ist was Lustiges passiert. Ich habe mich da an dieser Stelle im Fluss einfach so ein bisschen sauber gemacht, keine Ahnung, Zähne geputzt und so. Weil heute Morgen hatte ich nicht die Möglichkeit. Und ja, nebendran waren halt so Frauen, die haben da Picknick gemacht oder so. Ich habe da einfach so mein Ding gemacht. Ja, und irgendwann, die beobachten das so, sehen so, okay, der wäscht sich da.
Und auf einmal kommt die zu mir und fragt mich halt, ob die mir was zu essen anbieten können. Die dachten halt eiskalt, dass ich irgendwie so ein Obdachloser wäre. Ja, gut, dann habe ich es versucht, denen zu erklären, aber die konnten auch nur Französisch und ja. Ich glaube, die haben gecheckt, dass ich doch nicht obdachlos bin, aber ich scheine schlimm auszusehen. Wobei, eigentlich geht's, oder? Keine Ahnung, anscheinend sehe ich aus wie ein Obdachloser. Also irgendwie wird es schon etwas anstrengend bei der Hitze. Ich bin jetzt, heute ist der fünfte Tag, seit ich aus Andorra raus bin, oder der vierte Tag, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich schon seit Andorra etliche Kilometer gefahren und ich war da hinten heute wieder auf über 1000 Meter Höhe. Und jetzt muss ich dahin und am Horizont sind Berge. Frag mich, wann die Berge aufhören. Ich glaube nie. Kurz hinter Los Arcos habe ich dann Tassilo und Gianni kennengelernt. Was ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, ist, dass wir die nächsten 1000 Kilometer gemeinsam verbringen werden. Und ja, ich wollte die jetzt einfach mal in meinem Video kurz vorstellen, da ich mir aber Namen, insbesondere wenn die neu sind, so gar nicht merken kann, habe ich das vor Ort, ja, nicht so gut hinbekommen. So guys, this is Donny and Talino. Fuck, Talino's car. Okay, second try, I hope I speak out your Hi. Names now correctly. Yeah. This is Johnny and Tassilo. Tassilo. Tassilo is from Italia. No, Gianni is from Johnny is from Italia. From Italia. And Tassilo, where are you from? Yeah, I'm German-Spanish. Warm ist was anderes. Tassilo! Oh, da geht gleich los. Hola. Yo me habré comido la... Gestern Abend war es etwas länger. Wir waren noch in Burgos unterwegs, haben das ein oder andere Bier getrunken, sind von Bar zu Bar gelaufen. Oh, heute fühle ich mich etwas schlapp. Weiß nicht, die Luft ist raus, es ist heiß, anstrengend.
Ich habe gerade nicht wirklich Lust auf irgendwas. Also auch auf Chillen. Ich habe keine Lust auf Chillen. Ich habe eigentlich auch keine Lust auf Fahrradfahren. Ich weiß nicht, gerade ist halt ein bisschen die Luft raus. Und ja, die anderen beiden hatten jetzt andere Pläne. Tassilo wollte noch zum Decathlon und noch sich ein bisschen die Stadt angucken. Hatte ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Gianni wollte sich noch irgendwelche Plätze von seinem Bruder angucken, weil der Bruder von ihm wohl auch ein paar Jahre in Burgos gelebt hat. Und ja, der wollte sich da irgendwelche Empfehlungen nochmal anschauen von dem. Und wir sind jetzt so verblieben, dass wir uns eventuell heute Abend nochmal treffen an einem anderen Schlafplatz. Ich fahre schon mal vor. Aber wir schauen dann einfach mal, wie weit ich komme, wie weit die anderen kommen. Sicher ist das noch nicht. Ja, und gerade, ja, der Weg ist schlecht, es ist heiß, anstrengend. Mal gucken, vielleicht wird es später noch mal besser mit der Motivation. Ja, der Blick aufs Thermometer hat meine Angeschlagenheit vorhin erklärt. Wir hatten heute tatsächlich maximal 40 Grad. Ich glaube, inzwischen sind es ja, 35. Es ist deutlich kühler geworden. Und ich fahre jetzt schön durch so eine Baumallee, überwiegend im Schatten. Und ja, jetzt ist meine Motivation auch wieder da. Ich fahre vielleicht heute doch noch ein bisschen mehr. Je nachdem, wie ich es zeitlich packe. Aber die 40 Grad auf dem Feldweg in der prallen Sonne bergauf, die haben mich halt komplett fertig gemacht. Da war ich auch ein bisschen schlecht gelaunt und demotiviert. Aber jetzt geht's weiter. Mega lustig. Hi. Hi. wir haben uns heute Morgen in Burgos getrennt, weil er wollte sich noch die Stadt angucken und ich wollte weiterfahren. Ja, und viel habe ich nicht geschafft, weil es war heute sau heiß, anstrengender Weg, keine Ahnung. Irgendwie war ich auch müde, weil wir gestern Abend noch Bier trinken waren. Und ja, jetzt bin ich hier angekommen, habe einen Zeltplatz gefunden und das Coole war, oder das war voll die lustige Geschichte. Da waren halt Leute, keine Ahnung. Ich habe halt gewartet, okay, bis die weggehen, dann baue ich das Zelt auf. Habe mich noch ein bisschen umgeschaut und dann stand dann eine Familie. Und die meinten, ja, nee, das ist der falsche Weg. Du musst da lang, ja. Und ich meinte so, nee, nee, alles klar. Ich gucke mich ja nur ein bisschen um. Ich suche nach einem Platz zu schlafen. Und dann wollten die mir gleich helfen. Ich habe, glaube ich, 10-mal gesagt, dass ich gar keine Hilfe brauche. Und Moment. Und die wollten mir trotzdem unbedingt helfen und hat die irgendwann ihr Auto rausgeholt und meinte so, ich soll ihr mit dem Auto folgen. Und dann hat sie mich zu so einer Jugendherberge gebracht, obwohl ich eigentlich zelten wollte, aber ich musste der dann halt mit dem Auto hinterherfahren. Und dann hat sie mich zur Jugendherberge gebracht. Dann war ich hier gerade duschen, komme raus, auf einmal kommt Gianni vorgefahren und hat genau dasselbe erlebt. Genau. Jetzt sind wir wieder zu zweit. Ich bin jetzt auf 1500 Metern Höhe
und am Horizont ist kein Ende der Berge in Sicht. Ich wusste nicht, dass ganz Nordspanien bergig ist. Ich dachte, ich fahre über die Pyrenäen und danach wird es schon flach. Ist aber nicht so. Ich müsste in 2 oder 3 Tagen am Meer sein. Hier sind immer noch Berge. Ja. So, it's the last 14 kilometers. Johnny, we did it! One second! Ja, wir sind gestern angekommen. Wir sind gestern in Santiago angekommen. Und haben heute im Hotel übernachtet. Und jetzt laufen wir zur Kathedrale und holen uns das Zertifikat ab. Gianni wollte das unbedingt haben. Ich komme jetzt einfach mal mit. Schadet ja nicht, das Ding zu haben und mal gucken. Ich hoffe, man muss sich dafür nicht so ewig lange anstellen. Jetzt gehe ich vielleicht doch lieber was essen. Ah, wir schauen mal, wie lang die Schlange ist. So. It's the last time we see each other. Yes, for this year. For this year. Yeah. You're going now to A Coruña. Yeah. And I'm going south to Porto, so different Portugal. Direction. Yeah. And yeah, we are still in front of the cathedral. Yeah. So it was very nice to meet you, man. Right? Yeah. And see you. Yeah. Ja, ich laufe jetzt mal so ein bisschen am Strand rum und ich finde das Gefühl irgendwie voll krass. Ich habe gerade noch mit Christian geschrieben, ja, und habe das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen im Kopf. Und dieser Moment, ne, als ich zu Hause einfach losgefahren bin und mein Wohnzimmer quasi noch näher dran war als mein Ziel, oder ich, sage ich mal, so nah noch mit dem Fahrrad zu Hause war am ersten Tag, dass es noch eine normale Tagestour sein könnte und ich jederzeit hätte nach Hause fahren können. Das war irgendwie so voll das surreale Gefühl, dass ich jetzt halt nicht nach Hause fahre, sondern dann einfach mal draußen schlafe und dann einfach mal einen Monat unterwegs bin. Also der Anfang war halt, schon die Abfahrt war mega surreal einfach. Und keine Ahnung, und jetzt 4 Wochen später stehe ich einfach an der Atlantikküste, bin durch die Schweiz gefahren, habe in Frankreich mehrere Pannen gehabt, mir den Finger abgerissen, habe Leute kennengelernt, war am Mittelmeer, bin nach Andorra hochgefahren, beziehungsweise habe mich da hochgekämpft, danach habe ich nochmal Leute kennengelernt,
und ja, einfach so viele Erlebnisse gehabt, viele coole Leute getroffen, Höhen und Tiefen gehabt, zum Teil auch echt miese Tage, wo ich mir dachte so, nee, jetzt reicht's. Und kurz darauf gab es dann halt wieder so einen geilen Augenblick, dass ich mir dachte, nee, jetzt fährst du weiter. Und ja, und jetzt stehe ich einfach am Atlantik und laufe hier so ein bisschen am Strand rum. Und ich bin einfach mit dem Fahrrad im Odenwald losgefahren. Das ist, irgendwie kann ich es noch richtig, gar nicht richtig glauben. Das ist halt, ja, es ist halt ein surreales Gefühl irgendwie, ne? Aber ich habe es gemacht und jetzt bin ich hier. Bin mit meiner eigenen Muskelkraft hierher gekommen. Ja, jetzt stehe ich hier. Und weiß noch gar nicht, wie ich nach Hause komme. Das finde ich dann aber schon raus. Ich bin gerade auf der Halbinsel bei Pension. Oder wie auch immer man das ausspricht. Und das ist einfach nur ein sauschöner Ort. Ich schlag gleich mein Zelt hier auf mit dieser richtig geilen Aussicht. Und ja, dann gehe ich mal schlafen und fahre von hier morgen früh aus weiter. Sieht einfach nur Hammer aus. Es ist ganz schön windig hier in Portugal. Ich bin jetzt vor einer Stunde ungefähr über die Grenze gefahren. Hab gerade noch eine kleine Mittagspause gemacht. Und jetzt fahre ich wieder Richtung Küste. Und ja, ich glaube, so langsam bräuchte ich mal ein kaltes Bierchen. Guten Morgen. Ja, es ist jetzt 7.30 Uhr. Ich liege noch ein bisschen am Strand, habe hier gerade gepennt. Ja, nachts waren hier ein paar Krebse an der Insel. Waren dann irgendwann halt weg, keine Ahnung. Und ja, jetzt fahre ich gleich nach Porto. Ich glaube, weit ist es nicht mehr. Gehe aber noch eine Runde im Meer schwimmen und ja, suche mir dann was zum Frühstücken.
Ja, und plötzlich bin ich da. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich kaum gefahren bin. Es waren ein paar Kilometer. Und auf einmal stehe ich in Porto. Und ja, die Zeit ist auch sauschnell umgegangen. Inzwischen ist Freitag. Ich bin am Montag angekommen. Hab mich abends mit Tassilo getroffen. Der ist nämlich hier auch nochmal vorbeigekommen in Porto. Und gestern habe ich noch Valentin getroffen. Mit, ja, den ich zuvor in Santiago gesehen habe. Und ja, jetzt genieße ich noch so ein bisschen den letzten Abend in Porto. Hab hier kaum gefilmt, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen die Zeit genossen, nachdem ich endlich mal angekommen bin. Und ja, jetzt stehe ich hier und morgen früh geht's auch wieder nach Hause. Ja, das war halt ein kleines Abenteuer. Wie gesagt, in Porto, das war so plötzlich. Auf einmal war ich da und ja, was nu? Auf einmal kein Fahrradfahren mehr. War schon komisch. Naja, auf jeden Fall geht's jetzt wieder nach Hause. Und ja, mal schauen, wann das nächste Abenteuer ansteht.